Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Biathlon 2009. Wir sind jetzt im Europacup angekommen und haben das letzte Mal einen souveränen Doppelsieg in Ruhpolding geschafft. Ja, läuferisch ist es ein bisschen ausgeglichener geworden. Da hatten wir schon ordentlich zu kämpfen, aber solange wie wir alles treffen, ist es natürlich schwierig für den Gegner da vor uns zu kommen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach Hochfilzen. Das kennen wir ja auch schon aus dem Juniorencup. Und ja, ich weiß jetzt zumindest, dass Olympia 2018 in Südkorea stattfindet. Und ist natürlich von der Uhrzeit ein bisschen blöd. Erinnert mich so ein bisschen an meine ersten Olympischen Spiele, die ich gesehen habe in Nagano 98. Und das war, glaube ich, damals in den Winterferien im Februar. Und ich habe die ganze Nacht durchgeguckt heimlich. Und ja gut, diesmal wird es schwieriger, aber zumindest vielleicht am Wochenende. Oder ich nehme vielleicht Urlaub. Zumindest eine Woche. Mal gucken. Okay, wir haben wieder Schießtraining. Und grün ist die Farbe der Hoffnung. Geben Sie alles, dann ziehen Sie 25 Punkte bei nur 10 Sekunden anfänglichem Zeitlimit. Na gut, dann probieren wir es. Ui. Naja, 17 Punkte. Ist okay. Wir haben ein bisschen mehr als wir normal. Wir haben zumindest keine Punkte verloren. Das passiert ja, wenn man zu schlecht ist. Okay. Geschwindigkeit, höchste Priorität. Ich wiederhole mich gerne, wie gesagt. Mist. Ich würde sagen, wir machen das so. Cool. Das war jetzt Einzelwettkampf, oder? Ach Gott, ich habe es schon wieder vergessen. Ah Mann, ich drücke immer die falschen Tasten. Das ist so blöd mit Tastatur. Ich will wieder mein Gamepad haben. Okay, hier können wir wieder ein bisschen mehr Gas geben und jetzt in die Hocke. Das Wetter ist natürlich super. Haben einen schönen Schneematsch hier. Es regnet. Schöner Schneeregen. Ich glaube, das wird schlecht von der Zeit, weil wir den Start doch so verhunzt haben. Eieiei. Aber cool, haben wir eine Herausforderung. So, nächster Berg. Ah, da haben wir aber ganz schön aufgeholt. Ja, das lief dann schon besser. Also der Start am Anfang war natürlich alles andere als gut, aber hier sind wir gut gelaufen. Geht's hier wieder runter? Jawohl. Ach nein, das sind diese ganz blöden Kurven. Oh Gott, mit der Maus jetzt. Was geht? Oder es ist streckenabhängig. Oder schneeabhängig. Na, egal. Also wir können auch ein bisschen rüber gehen. Und dann sofort wieder Richtung Schießstand. Und gucken, dass wir ein gutes Resultat erreichen. Okay. Konzentration. Schön. Ich tue euch den Gefallen echt nicht, dass ich verschieße, damit es spannender wird. Ja,
es ist halt ein bisschen blöd, dass diese Zeitmessung vor der Strafrunde ist. Die müsste wirklich nach der Strafrunde sein, wie es halt normal ist. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Wir sind hier gut jetzt in der Loipe. Ich bin gespannt, wie groß der Vorsprung da vorne jetzt noch ist. Ja, ein bisschen könnten wir, haben wir verloren, aber es ist okay. Haben bloß 2 Sekunden verloren. Es ist vor uns wirklich echt viel wegen dem Start draufgegangen. Jetzt kommen wir auf den stärkeren Abschnitt von uns. Also läuferisch. Ach so, weil die hier alle in die Hocke gehen. Na, die sind ja doof. Auf solchen Mini-Hügeln gehen die in die Hocke. Guckt euch das mal an. Und verlieren so viel Geschwindigkeit. Und der fährt ja, die fährt ja fast sonst wohin. Oh, jetzt war diese blöde Wand. Haben bloß 1 Sekunde rausgeholt. Ja. Gut, stehen schießen. Guck mal, dass wir da auch fehlerfrei bleiben. Wäre natürlich was. Okay. Hui, der war knapp. Schön. Auch wieder die sehr gut gelaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich bei der Session jetzt überhaupt schon mal einen Schießfehler hatte. Ich glaube noch nicht. Oh krass, ist die durchgelaufen? War die echt fehlerfrei? Das wäre ja mal krass. Ja. Naja, sind wir mal gespannt, was hier zeitlich noch rauskommt. Ja, die sind läuferisch schon top. Sekunden. Wir machen es aktuell wirklich übers Schießen. Das ist ein bisschen untypisch für mich, weil ich normalerweise eigentlich besser im Laufen als im Schießen bin. Also im Spiel. In Wirklichkeit auch. Also ich kann ganz normal laufen. Ach man, dräng mich nicht weg. Blöde Kuh. Sie wäre schon wieder ausgerastet. So, komm schon. Zieh nochmal mit der ganzen Kraft hoch. Ich würde mal sagen, gewonnen. Okay, 28, also fast wie, genau wie beim anderen Rennen, ungefähr derselbe Vorsprung. Ja, so schaut's. Oh, wir haben uns auch im Vergleich zur ersten Saison, als wir in Hochfilzen waren, nochmal um 27 Sekunden. Wahnsinn. Das ist ordentlich.
verbessert und holen die nächste Goldmedaille. Und haben fast schon den nächsten Stufenaufstieg. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter und haben jetzt den Massenstart in Oberhof. Ich glaube, Oberhof, da sind die Gegner richtig, richtig stark. Das habe ich, glaube ich, beim Vasi damals gesehen. Da hat er sich auch immer aufgeregt bei der einen Kurve. Und scheint eine recht lange Strecke zu sein. Wenn ich sehe, 8 Minuten 42 als Rekord. Okay, wir trainieren mal wieder. Sie haben keine Zeit zu verlieren. Schaffen Sie sich einen Zeitpuffer und sammeln Sie 15 Punkte bei nur 5 Sekunden anfänglichem Zeitlimit. 5 Sekunden! Seid ihr verrückt? Gottes Willen. Erstmal nur blau abschießen. Damit wir erstmal die Zeit ein bisschen rausholen. Gut, jetzt holen wir uns mal ein paar Punkte nebenbei. Blödes. Na, jetzt geh runter. Na. Boah. Jetzt hat er gezickt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Punkte brauchen wir. Immer ein bisschen auf die Zeit gucken, dass man dann immer, also das ist ja eigentlich fast ein Endlosspiel hier, weil wenn man die blauen Scheiben hintereinander dann einfach abschießt. Okay, das ist einfach nur blau. Oh, es könnten nochmal grüne Scheiben kommen, aber ich glaube, die gibt es hier gar nicht. Ach so, das war's schon. Na gut, haben wir das geschafft. Das war easy. Da können wir hier wieder ordentlich draufhauen. Ich würde sagen, so passt das eigentlich ganz gut. 70 haben wir jetzt schon mal Geschwindigkeit. Na, das läuft doch langsam. Und Massenstart, das wird natürlich krass. Ich glaube, hier laufen eben wirklich alle weg. Boah, ich... Also... Das ist so blöd. Ja, es ist wirklich so, wie ich gedacht habe. Jetzt kommen wir nämlich hinten gleich zu dieser engen Kurve unter der Brücke durch. Und die ziehen uns hier weg. Wow. Also das ist echt krass. Aber es ist okay, wir bleiben halbwegs dran. Das ist schon mal ganz gut. Wie gesagt, neuerdings ist Schießen unsere Stärke. So, und mit den Bergspezialisten haben wir uns mal in eine bessere Ausgangsposition. Hey. 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 Gibt es hier Windschatten? Ich glaube nicht. Hey, warum seid ihr alle so schnell? So, wir gehen eher raus. Das heißt, wir dürften jetzt wieder ein bisschen auflaufen. Genauso sieht das nämlich aus. Ah, die sind hier läuferisch echt top. Da müssen wir echt kämpfen, dass wir überhaupt irgendwie ein bisschen vorne mit dranbleiben. Wir machen hier mal die Innenbahn ein bisschen zu. Damit die Gute, die hinter uns ist, nicht vorbeikommt. Nein! Nein! Die glitscht sich durch. Blöde Kuh, hau ab! Also läuferisch sind die hier echt top. Okay, was macht die da vor uns?
Also wir haben jetzt bestimmt schon ordentlichen Rückstand, also 4 Sekunden schon. Und wir sind irgendwie langsam in der Spur. So, jetzt wird sich hier wieder stauen. Wir können wieder vorbeifahren ein bisschen. Ja, das ist so ein bisschen, wenn man die Mechanik von dem Spiel raus hat. So, und jetzt geben die hier, glaube ich, wieder alle Vollgas. Also ich glaube, die sprinten hier immer. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Antholz-Bug. Der ist echt cool. Boah, wir werden hier echt durchgereicht. Das ist echt krass. Na, mal gucken. Was für ist fährt? Ich dachte schon, die fährt schon wieder los. Okay. Kann sein, dass ich jetzt ein bisschen nervös bin. Sehr schön, das ging gut, aber die geht auch schon auf die Spur. Eigentlich fast alle. Wir müssen gucken, ob jemand fehlerfrei geblieben ist. Wir konnten alleine durch Schießen jetzt ohne Strafrunde gerechnet trotzdem eine Sekunde durch schnellere Schießen aufholen. So, und das könnte jetzt spannend werden, die Runde. Ja, da gehen die ersten schon wieder auf die Spur. Die werden uns wahrscheinlich auch wieder bis zum Schießen überholt haben. Die haben also vor uns geholt, weil wir den Bergspezialisten eingesetzt haben. Ich denke, das habe ich an den vorherigen Folgen schon gesagt, dass der wahrscheinlich noch öfter kommen wird. Okay, da ist die Zwischenzeitnahme. So, ist jemand hinter uns? Sieht noch ganz gut aus. Wir gehen ein bisschen eher raus. Oh Gott, das war zu viel. Jetzt habe ich auf diese blöde Minimap geguckt und habe gar nicht mehr geguckt, wo der Balken ist. So, ein paar Schweizer sind auch an der Schanze, wollte ich sagen, an der Strecke. Ah, ich hatte auch mal überlegt, das wäre auch mal was Cooles, wenn man jetzt Skispringen und Biathlon kombinieren würde. Also, man muss während des Flugs muss man noch irgendwie fünf Scheiben oder so abschießen. Das wäre cool. Und das gibt es dann auch noch irgendwie als Bonuspunkte oder so oben drauf. Das wäre eine innovative neue Idee für Olympische Spiele. Okay. Ja, die haben ganz schön aufgeholt, aber wir sind noch vorn. Aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Da kommen sie schon. Hau ab. Gib mal ein bisschen mehr. Hau ab, du. Ich will als erstes an den Schießstand. Oh Gott, jetzt haben wir total uns verausgabt am roten Balken. Lass mal gucken, ob wir das ein bisschen ausgleichen können durch gutes Schießen. Hui, der war gekämpft. Der letzte war wieder sehr souverän. So, wir dürften als erstes auf die Strecke gehen. Und die blöde Kuh neben uns hat auch noch die gleiche Frisur wie wir. Das ist ja total nervig. So, also bisher sind alle noch in der Strafrunde. So, und jetzt kommen sie auf die Strecke. Ey, das ist gar nicht so viel Vorsprung. Also das ist wirklich mal hier eine Strecke, die anspruchsvoll ist. Also hier macht es richtig Spaß, mal zu laufen. Da bin ich echt gespannt, ob man das halten kann. Also ich denke schon. Also der Vorsprung ist etwas größer als vorhin. Hm,
komme jetzt um die Kurve. Also ausruhen können wir uns hier nicht. So, die sind jetzt in der Abfahrt. Die sind immer ein bisschen drüber, das hatte ich euch ja schon erzählt. Also immer ein bisschen im gelben Bereich könnt ihr sein. Ihr seht ja oben den roten Balken, wie der sich entwickelt. Wenn der weg ist, könnt ihr komplett in den gelben Bereich gehen. Das ist überhaupt kein Problem. Nur so überhaupt, so wie jetzt hier, so im Blauen, so würde ich... Das bringt überhaupt nichts. Also immer ein bisschen drüber. Und ich glaube, sie holt auf, die Verfolgerin. Ach verdammt, was habe ich jetzt getan? Aber es sieht trotzdem noch gut aus. Ich glaube, hier gab es auch mal diesen... Also ich glaube, der Oberhof-Bug, den gab es auch, dass die... Ja, ich weiß nicht, ob das hier die Wolfsschlucht ist. Aber da gab es auf jeden Fall mal den Bug, dass sie dann irgendwie da drin total langsam geworden sind. Aber wir gewinnen auf jeden Fall das nächste Rennen, obwohl es diesmal echt wirklich ordentlicher Kampf war. Und es waren diesmal bloß 13 Sekunden Vorsprung, also... Und die hatten zwei Strafrunden. Da haben sie Rosi Hinterseher, keine Ahnung. Boah, eine super Zeit natürlich. Cool. Da haben wir die Folge jetzt auch durch. Ah, wir können hier noch Punkte verteilen, sehr schön. Da geben wir mal ein bisschen auf Technik. Und so ein bisschen auf Kraft. Und wir können uns wieder was aussuchen. Und ich würde sagen, wir machen wieder den Bergspezialisten. Ich finde das cool. Ich finde Bergspezialisten am sinnvollsten. Gut, ich bedanke mich, dass ihr wieder zugeschaut habt bei dieser Folge RTL Biathlon 2009. Und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss!